Salve! Hallo und herzlich willkommen. Ihr habt im Anzeigebild schon gesehen, ich habe eine ganze Menge Neuzugänge für euch und ja, die will ich euch in diesem Video vorstellen. Neun Bücher an der Zahl sind es, die ich euch zeigen möchte. Die einen kamen unverhofft zu mir, die anderen eigentlich auch. So richtig bewusst gekauft und angelesen habe ich diesen Monat eigentlich keins. Aber wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt in diesem Video und ich wünsche euch viel Spaß. Das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist von Neil Gaiman, Beobachtungen aus der letzten Reihe. Das hat 576 Seiten und ist im Eichborn Verlag erschienen und das im September 2017. Ich habe das vom Wühltisch für 7,99 € bekommen. Ich glaube, so hätte ich es mir nicht gekauft, aber das war also mehr ein Spontankauf, nachdem ich im Rausch der Medikamente war, als ich meinen Weisheitszahn rausbekommen habe. Ich habe von Neil Gaiman selber noch nichts gelesen. Coraline fliegt seit mittlerweile 3 Jahren auf meinem Sub herum, aber irgendwann werde ich das auch lesen. Ich finde ihn als Autor sehr interessant. Also immer wenn ich irgendwo Interview-Schnipsel von ihm sehe, sagt er sehr interessante Dinge über das Schreiben und das Lesen und deswegen habe ich das einfach spontan mitgenommen. Seit seiner Kindheit sind Geschichten für ihn Zufluchtsorte und lebensnotwendig. In dieser Sammlung von Artikeln, Essays und Reden beschäftigt sich Gaiman mit Literatur, dem Schreiben, der Kunst und Fantasie. Er spricht über Autoren und Werke, die für ihn prägend waren und geblieben sind, über die Rolle des Lesens und wie es uns zur Empathie und zur Meinungsbildung befähigt. Ich bin bis Seite 50 gekommen und ich muss sagen, es erinnert mich ganz stark an Stephen Kings Das Leben und das Schreiben. Es ist dieses gute Stück hier und es ist auch noch gar nicht lange her, als ich das gelesen habe. Das verlinke ich euch mal oben in der Infokarte, falls ihr euch dafür genauer interessiert. Ja, es ist halt inhaltlich ähnlich. Es geht einfach um den fragmentarischen Lebenslauf der beiden Autoren. Die sind immer wieder gespickt mit den Fragen, wieso man schreiben sollte und ja, was das für einen Mehrwert im Leben bringt. Deshalb mag ich einfach solche Autoren-Erfahrungsberichte sehr gerne, weil die eben auch immer auf mich wirken, weiterzumachen, weil jeder irgendwann mal irgendwie angefangen hat. Im Rausch der Stille hat 252 Seiten und ist im Fischer Verlag am 1. Oktober 2008 erschienen. Gesehen habe ich das bei Andrea Wintermädchen, die verlinke ich euch gerne mal unten. Das ist, glaube ich, die lustigste Booktuberin, die ich kenne und trotzdem eine sehr ernstzunehmende junge Frau. Und ich glaube, sie ist ein neuer Star am Booktube-Himmel und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Der literarische Überraschungserfolg aus Spanien gleich nach Erscheinen erstürmte Albert Sanchez Pinyol mit seinem ersten Roman die Bestsellerlisten Spaniens und erhielt einen renommierten Literaturpreis. In seinem fesselnden Roman entführt uns der Autor in eine ferne Insel. Ein einsamer Leuchtturm, ein verwirrter Leuchtturmwärter, der neue Meteorologe, der am Ende der Welt Zuflucht sucht. Doch die Stille täuscht, denn Nacht für Nacht wird der Leuchtturm von unheimlichen Wasserwesen angegriffen. Im Rausch der Stille bewegt sich auf dem schmalen Grat zwischen Mensch und Kreatur und schöpft aus dieser Begegnung seine ungeheure erzählerische Kraft. Ja, Andrea empfand das Ganze, glaube ich, als etwas durchwachsen. Die hat es nämlich schon durchgelesen. Nichtsdestotrotz hält mich das nicht auf, das trotzdem zu lesen. Mich catcht einfach ja, der Plot und auch das Setting und ich freue mich einfach wahnsinnig drauf. Das gibt es zu dem Buch zu sagen. Ja, Anfang Juli war es, glaube ich, da habe ich ein riesiges Paket von der lieben Yvonne Lesen und so bekommen. Das ist also eine Instagramerin, mit der ich mir regelmäßig schreibe, die ich sehr gerne mag, obwohl ich sie noch nie getroffen habe und deren Buchgeschmack ich 1:1 teile. Und die hat aussortiert und hat mich einfach, also auch ein paar andere Leute, sie hat uns gefragt, ob wir ein paar Bücher abstauben wollen. Und ja, da habe ich ein ganz, ganz großes Paket bekommen. Und natürlich habe ich die Bücher alle nicht angelesen. Ich kann mich also nur an das halten, was im Klappentext steht. Aber davon zeige ich euch jetzt ein paar. Das eine ist Wie ihr wollt von Inger Maria Malka. 272 Seiten, ist im Berlin Verlag am 9. März 2015 erschienen. Es geht um Gunst und Anerkennung und darum, wie sehr wir davon abhängig sind. Eine Frau will sich Gehör und Aufmerksamkeit verschaffen, begehrt auf gegen all die Flüchtigkeit von Macht und den sozialen Netzwerken ihrer Zeit. September 1571. Elisabeth I. herrscht in England und Mary Grey ist wütend. Sie ist 26, kleinwüchsig, hat einen Thronanspruch und keine Geduld mehr.
Seit einigen Jahren steht sie unter Hausarrest, da sie ohne Erlaubnis ihrer königlichen Cousine geheiratet hat. Ja, ihr Ehemann stirbt und auch sonst sind alle tot. Ihre Schwestern, Jane Catherine und ihre Eltern. Ja, einige davon sind sogar hingerichtet worden. Mary Grey will die Kontrolle über ihr Leben zurück. Sie beginnt, sich Notizen zu machen, die Vergangenheit aufzureihen, sie so zu erzählen, dass es recht ist. Nur um zu dem Schluss zu kommen, dass Gunst wie eine warme Perle ist, die im Magen aufbricht und in alle Glieder strömt. Und dann ist da noch Ellen. Ja, die erste Frage, die sich stellt, wer ist Ellen? Ich weiß nicht, wer Ellen ist. Und ich weiß auch nicht, worauf genau dieses Buch wirklich hinaus will und was ich davon halten soll. Ich glaube, es ist auch ein bisschen lustig. Das kann ich aber einfach erst sagen, wenn ich es angelesen habe. Und nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich auf dieses Reinlesen. Der Klappentext, finde ich, verspricht nämlich sehr viel. Hotel Europa von Ilja Leonard Pfeiffer hat 560 Seiten, kommt aus dem Piper Verlag und wird erst am 5. Oktober 2020 erscheinen. Ja, das Buch wurde mir vom Piper Verlag zugesandt und gecatcht hat mich die Mitarbeiterin mit der Aussage, dass sich hier ein moderner Thomas Mann wiederfindet. Ja, und ich habe dann zugesagt und habe das Buch prompt bekommen. Ich habe die ersten beiden Seiten auch schon mal gelesen und kann sagen, da sind ganz tolle, geschmeidige Satzkonstellationen. Ich bin nicht der Typ, der unbedingt auf kurze Sätze steht und deswegen könnte es sein, dass dieses Buch für mich vom Schreibstil her auf jeden Fall etwas Großartiges wird. Ein junger Page Abdul empfängt den Schriftsteller auf den Marmorstufen des Eingangsportals, über dem in goldenen Lettern der Name Grand Hotel Europa steht. Ja, sie rauchen eine erste Zigarette und kommen miteinander ins Gespräch. Der Schriftsteller spricht von Venedig und von Clio, seiner großen Liebe, die ihn verlassen hat. Nun ist er hier, bezieht sein Zimmer in diesem geheimnisvollen Hotel und während er die eleganten Gäste kennenlernt, fragt er sich, wie er Clio zurückgewinnen kann. Grand Hotel Europa erzählt von einem alten Kontinent, auf dem vor lauter Geschichte kein Raum für die Zukunft ist und die einzige Perspektive der Tourismus. Es ist ein Roman über unsere europäische Identität, die Nostalgie am Ende einer Ära. Ja, was das am Ende ergeben wird, das kann ich euch dann leider erst im Oktober sagen. Ich habe ganz viel Lust, dieses Buch jetzt schon zu lesen, aber ich weiß nicht, ob ich dann bis Oktober dann die Gedanken noch so frisch halten kann. Deswegen müssen wir einfach abwarten, wie sich es dann ergibt. Das nächste Buch und auch von Yvonne bekommen ist Die Heimkehrer von Sana Krasikov, hat 800 Seiten aus dem Luchterhand Literatur Verlag und ist erstmals 23. April 2018 erschienen. Diese fesselnde Familiengeschichte fängt ein wichtiges Stück Weltgeschichte ein und erzählt vom Idealismus und Verblendung, von der Sehnsucht nach einer Heimat, von den Geheimnissen, die jeder für sich behält und von der Kraft der Liebe und der Freundschaft. Die junge Florence Fine beschließt in den 1930er Jahren, der großen Depression in Amerika den Rücken zu kehren und nach Moskau zu gehen. Wie viele Amerikaner hofft sie dort nicht nur Unabhängigkeit und Freiheit zu finden, sondern eine bessere Welt mit aufzubauen zu können. Die politische Aufbruchsstimmung begeistert das Mädchen aus Brooklyn. Sie hat das Gefühl, sinnvolle Arbeit zu leisten. Ja, sie verliebt sich. Doch schon bald muss sie erfahren, was es heißt, in einem totalitären Staat zu leben. Jahrzehnte später erst entdeckt ihr Sohn Julian inzwischen freigegebene KGB-Akten die Wahrheit über seine Mutter. Da lebt er bereits in den USA und ist nach Moskau gereist, um seinen Sohn Lenny, Florences Enkel, nach Hause zu holen. Also, wenn man sich das so durchliest, worum es geht, kann dieses Buch ja eigentlich nur gut werden, aber es ist natürlich ein fetter Klopper und im Moment habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten, den Mut aufzubringen, so ein Buch anzufangen. Ich habe noch nicht reingelesen. Ja, aber ich plane da ein Projekt. Ich möchte meinen Sub ein bisschen verkleinern und möchte mich einfach mit den Büchern auf meinem Sub beschäftigen und aussortieren, beziehungsweise endlich mal lesen. Dazu ja, erzähle ich gleich mehr. Und ich glaube, das erste Buch, was ich in die Hand nehmen werde, ist auf jeden Fall das hier, weil es klingt gut. Und ich hoffe, es ist gut. Die Landkarte der Zeit von Felix J. Palmer, wenn man das so spricht, hat 720 Seiten, ist im Kindler Verlag am 17. September 2010 erschienen und ist der erste Band einer Trilogie. Ich glaube Trilogie, ja. Es ist London 1896. Andrew, ein wohlhabender Fabrikantensohn, reist in die Vergangenheit, um seine große Liebe wieder zu gewinnen. Die junge Claire macht eine Zeitreise aus dem viktorianischen London ins Jahr 2000 und trifft den Mann, den sie in der Zukunft lieben lernte, in ihrer Zeit wieder. Inspektor Garrett jagt einen Mörder, der seine Opfer mit Waffen tötet, die noch gar nicht erfunden wurden. Alle Fäden laufen bei einem dämonischen Bibliothekar zusammen. Nur er kennt das Geheimnis der Landkarte der Zeit. Ein Fest der Fantasie, in dem der Leser Jack the Ripper begegnet,
und H.G. Wells, den Erfinder der Zeitmaschine, einer völlig überraschenden Rolle kennenlernt. Das Setting spricht mich an. Die ersten beiden Seiten habe ich gelesen. Der Schreibstil spricht mich an. Und wenn jemand sagt, das ist ein Bestseller, den jeder Literaturprofessor in der U-Bahn lesen kann, ohne sich zu schämen, ja, spricht mich das auch noch an. Ne? Also wenn hier so viel in diesem Buch vereint wird, dann muss das doch gut sein, oder? Jetzt so mal rein theoretisch. Wir werden sehen. Ich werde demnächst einen Vlog aufnehmen und ich glaube, um fair zu sein, immer so 10-15% eines jeden Buches, was ich hier so rumfliegen habe, anlesen und euch dann Bericht erstatten und euch begründen, warum ich ein gewisses Buch weiterlese, dann hoffentlich auch bis zum Ende lese oder eben nicht lese. Und natürlich wird dieses Buch auch ein Thema sein und ich freue mich drauf. Das Buch der verlorenen Dinge von John Connolly hat 336 Seiten, ist im List Taschenbuchverlag erschienen am 3. Dezember 2009. Als Davids Mutter nach langer Krankheit stirbt, verkriecht sich der Junge in seine Bücher. Bald schon fangen sie an, mit ihm zu sprechen und im Garten vor seinem Zimmerfenster taucht immer öfter eine seltsame Gestalt auf. Der krumme Mann. Eines Abends folgt der Junge ihm durch den Mauerspalt im Garten und findet sich in einem dunklen Wald wieder. Geleitet und gelockt vom krummen Mann macht David sich auf die Suche nach dem König des Waldes. Von ihm wird gesagt, er besitze ein geheimnisvolles Buch, das Buch der verlorenen Dinge, in dem alle Wahrheiten des Lebens aufgezeichnet seien. Ja, endlich am Schloss des Königs angelangt, muss David erkennen, dass er dem Bösen in die Falle gegangen ist. Ich habe das Buch angelesen. Ich bin ungefähr bis Seite 100 gekommen und habe festgestellt, dass es eine sehr dunkle, fantastische und auch brutale Geschichte ist. Das ist irgendwie eine Mischung aus Der Zauberer von Oz, Alice im Wunderland und ein bisschen Rotkäppchen. Also zumindest bis jetzt, wie ich das sagen kann. Und es ist Erwachsenen-Fantasy, aber eben auf eine sehr klassische Art und Weise erzählt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Allerdings war ich zu dem Zeitpunkt nicht so richtig in Stimmung für ja, diese Geschichte, für Märchenthematik. Und ja, ich lechze im Moment eher so nach sprachlichen Diamanten und deswegen habe ich das einfach unterbrochen. Aber ich möchte das auf jeden Fall weiterlesen. Gesehen habe ich das Ganze bei der lieben Ilke von Buchgeschichten. Und ja, sie hat eine Videoreihe darüber gemacht, über Bücher, in denen man abtauchen kann. Ich verlinke euch unten ihr Video und vielleicht findet ihr in ihrem Video auch noch ein paar Perlen und ja, könnt euch auch anhören, was sie über das Buch zu sagen hat. Das bleibt in der Familie von Liebe, Loyalität und uralten Lasten von Sandra Konrad, hat 304 Seiten aus dem Piper Verlag, ist am 11. August 2014 erschienen. Jede Familie hat ihre hellen und ihre dunklen Seiten und mit diesen müssen wir uns irgendwie auseinandersetzen. Wir sind geprägt von den Erfahrungen unserer Eltern und Großeltern und oft ziehen sich Konflikte und Verletzungen und Geheimnisse wie ein roter Faden durch mehrere Generationen. Die Auseinandersetzung mit der familiären Vergangenheit ist lohnenswert. Denn je mehr wir über unsere Familie wissen, desto eher können wir uns aus den alten Fallstricken befreien und ein selbstbestimmtes, glückliches Leben führen. Ja, das Buch wurde mir unangekündigt vom Piper Verlag zugesandt. Ich bin ein bisschen verwundert, weil das ist ja eigentlich schon 2014 erschienen und ich habe es nicht angefragt. Ich habe eigentlich ein anderes angefragt. Das ist aber bisher nicht angekommen. Ja, dieses Buch klingt für mich aber trotzdem irgendwie nach einer interessanten Thematik, weil ich ja für mich in meinem eigenen Buch auch das so ein bisschen untersuchen will, inwiefern sich die Prägung, die man in der Kindheit bekommt, auf das Erwachsenenleben auswirkt, um das mal ganz grob zu umreißen. Und deswegen ja, kann das sehr interessant sein und ich kann wahrscheinlich wirklich damit was anfangen und viele Denkanstöße für meine eigene autofiktionale Geschichte bekommen und deswegen werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Sarah Kuttner hat Kurt geschrieben, hat 240 Seiten, ist im Fischer Taschenbuchverlag am 26. Februar 2020 erschienen. Das war ein Spontankauf. Ich war also das erste Mal in einer Buchhandlung nach Corona, als also die Buchhandlung gerade wieder frisch geöffnet haben und das war das erste Buch, was ich Lust hatte anzufassen und zu lesen. Deswegen musste ich das mitnehmen. Lena hat mit ihrem Freund Kurt ein Haus gekauft. Es scheint, als wäre ihre größte Herausforderung, sich an die neuen Familienverhältnisse zu gewöhnen. Daran, dass Brandenburg nun zu Hause sein soll. Doch als der kleine Kurt bei einem Sturz stirbt, bleiben drei Erwachsene zurück, die neu lernen müssen, wie man lebt.
Ich mag Sarah Kuttner unheimlich gerne, ja, weil sie mit ihrer direkten Art ehrlich und gleichzeitig charmant sein kann. Und das kann man auch wirklich nicht von vielen Menschen auf dieser Welt sagen. Man weiß also bei ihr immer, woran man ist, ohne dass sie irgendwie verletzend drüber kommt. Ja, ich habe das Buch ein bisschen angehört. Es gibt also auch ein Hörbuch dazu. Und ich höre in ihrem Buch dort ganz klar ihre Stimme heraus. Also ich meine, so wie sie ihre Weltanschauung hat und wie sie sich artikuliert. Ja, es ist leicht und sehr unmittelbar geschrieben, also sehr schnörkellos, ja, ohne dabei aber auch an Ernsthaftigkeit zu verlieren. Und ich glaube, das ist auch das Steckenpferd von Sarah Kuttner. Natürlich kann ich das erst sagen, wenn ich das Buch gelesen habe, aber das ist auch ganz, ganz oben auf meiner Shortlist des Subs sozusagen. Das werde ich also auch im Rahmen des Vlogs, den ich euch bald hochlade, anlesen und ich freue mich drauf. Ihr Lieben, das Video ist nun zu Ende. Ich habe euch einige Bücher gezeigt und jedes Buch ist irgendwie ganz anders und ich freue mich auf die Bücher und ich habe ein bisschen Angst, weil ich halt wenige davon angelesen habe, aber wie gesagt, ich habe ja schon eine Lösung für das Problem gefunden. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und ihr meinem Geschwafel gefolgt seid. Ich freue mich auch auf eure Kommentare und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bye bye.